Guten Morgen, Herr Schlengel. Ich bin wieder unterwegs. Wer hätte es gedacht? Zusammen mit dem Ehrenbruder Keilo, der noch ein bisschen müde ist. Wir gehen jetzt ein schönes Ründchen spazieren. Wetter ist nicht ganz so geil, Digga, aber drauf geschissen. Sondern einmal ordentlich die Beine vertreten. Heute steht noch ein bisschen was an. Ach so, erstmal parken hier. Und zwar, ich werde noch zum Sport wahrscheinlich gehen. Und heute kommt Nico von Backspin vorbei und dann drehen wir für meinen Kanal ein langes Interview. Ich tippe mal 1,5 bis 2 Stunden, was dann irgendwann bei mir auf dem Channel online kommen wird. Habe ich mega Bock drauf, Digga, wirklich. So, die Story versuche ich jetzt das 4. Mal aufzunehmen. 2-mal wurde ich, während ich die Story gemacht habe, angerufen. Dann hat einmal der Wecker geklingelt und dann hat sich die Scheiße irgendwie aufgehangen. Keine Ahnung, ja moin. Naja, also Kai und ich gehen spazieren. Wir machen jetzt hier den Walk. Zack, zack, ganz hinten rum, dann da zurück, dann hinten zurück und dann wieder da zur S-Klasse. Oh, Kai, sag mal, was hast du denn da auf dem Kopf? Hast du wieder zu doll an den... So ein Idiotensohn. Ey, du Hurensohn. Digga, das war's komplett, Kylo. Ohne Scheiß. So ein 31er. Naja, auf jeden Fall werde ich jetzt hier nochmal einen kleinen Walk machen. Gestern, wer hätte es gedacht, war ich nicht mehr bei Oma und Opa, habe die Fotos abfotografiert. Mache ich aber heute. Freitag im Livestream werdet ihr die auf jeden Fall zu Gesicht bekommen. Kylo, du 31er, komm jetzt. Ja, du bist der Größte mit den dicksten Eiern. Ich weiß Bescheid. So, wieder angekommen beim Auto. 27 Minuten waren wir jetzt unterwegs. Also knapp 30 Minuten, so wie ich auch gesagt habe. So. Kylo macht schon wieder Auge auf die junge Dame da. Kylo, du Arschloch. Guck mal, wie er geiert. Hä? Bist du ein Kampf von Kylo? Komm her. Na komm zu Papi. So ist fein, Digga. So. Jetzt brauche ich erstmal was zu essen, Digga. Also das verstehe ich nicht, Digga. Jetzt piepen, ne? Ich bin angeschnallt. Kylo? Aber nicht, ist klar. Und ich frage mich, warum schlägt der Sensor bei dem Mercedes-Sitz aus? Ich meine, welches Kind oder welcher Mensch wiegt 11 Kilo? Es ist so nervig. Es ist so nervig. Jetzt piept das die ganze Zeit schon wieder. Und auch, ach Digga, also das ist wirklich an der S-Klasse beschissen. Das nervt mich zu Tode. So, Stammbrötchen abgeholt. Wurde schon für mich geschmiert. So. Oh, nee, scheiße. So, der Wagen sieht aus wie Scheiße. Die Autofans schreien jetzt auf. Oh, wie kannst du nur? Soll ich euch was sagen? Es ist mir so scheißegal, Digga. Das kann man hier wieder wegwischen und gut ist. Wichtig ist, dass Kylo sich wie ein junger Gott fühlt. Hä? Kylo, bist du ein junger Gott? So, ich denke, ich merke mich auch mal wieder. 5 Stunden lang jetzt irgendwie mit Nico vom Backspin unterwegs gewesen. Gedreht, gedreht, gedreht. Jetzt sind wir fertig. Und ich hole jetzt den Russen ab und dann werden wir noch ein bisschen entspannen.
Freunde. War gerade noch spazieren hier wieder in der alten Hut. Mit Kaido natürlich, ist klar. Jetzt geht's nach Hause. Bisschen chillen und noch eine Folge Dexter. Auf Ehre. Dexter. Kaido, du spinnst. So. Ich werde jetzt hier nochmal die zwei Nutella-Brote verhaften und das Glas Milch. Kaido, willst du auch das Glas Milch verhaften? Möchte er. So milchsichtig, Junge.